Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Thema Wetteranalysen vom Rechner aus oder auch vom Handy aus. Und das, was ihr hier seht, ist die neue Wettanalyzer-App. Die könnt ihr selber benutzen, um jeden Tag die aktuellen Spiele zu analysieren und um aktuelle Spiele der nächsten 24 Stunden euch die Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Wettmärkten errechnen zu lassen. Das, was ihr hier seht, ist ein Zugang, den könnt ihr bekommen über den Link unter diesem Video und dann könnt ihr den Zugang so lange nutzen, wie ihr wollt. Es gibt zwei Möglichkeiten der Bezahlung. Entweder ihr kauft es euch durch einen Einmalbeitrag oder ihr kauft es euch durch eine monatliche Gebühr. So, und durch den Einmalbeitrag könnt ihr es lebenslang nutzen. Und durch die monatliche Gebühr natürlich so lange, wie ihr monatlich zahlt. So, was bedeutet diese ganze Anwendung? Also es ist eine Web-App, mit der ihr einfach nur einen Login bekommt, mit einem Passwort zugesendet, nachdem ihr euch das Ganze zugelegt habt. Und danach könnt ihr Folgendes tun. Ihr klickt hier oben auf Wählen Sie Spiele. Und dann seht ihr die aktuellen Spiele, die in den nächsten 24 Stunden, nachdem ihr euch eingeloggt habt, stattfinden. Und ihr seht, hier gibt es eine Riesenliste. Warum? Weil das internationale Spiele sind. Sowohl in Deutschland als auch in Europa, bis nach Australien seht ihr hier, überall, Polen, Zypern, Frankreich, also das seht ihr hier vorne immer an den Länderkürzeln, Belgien, Rumänien, alles mögliche. Es gibt so viele Spiele und wir klicken jetzt einfach mal auf eines drauf. Nehmen wir auch einfach mal, was nehmen wir denn eigentlich, irgendwas, was man vielleicht auch ein bisschen kennt, wo man auch ein Stück weit was mit anfangen kann. Wir nehmen hier mal was aus Finnland. Honka Akatemia gegen EPS Espoo, ja. Vielleicht trotzdem nicht, aber spielt keine Rolle. Wir nehmen es jetzt einfach mal. Dann seht ihr das hier, was ihr ausgewählt habt und dann klickt ihr oben auf Spiel analysieren. So, und dann wartet ihr eine Sekunde und dann passiert Folgendes. Dann bekommt ihr eine Wettanalyse von diesem Spiel. Erstmal bekommt ihr eine Statistik aus der Vergangenheit und dann seht ihr, auf welchem Tabellenplatz welche Mannschaft gerade steht. Dadurch seht ihr natürlich schon mal die Stärke der Mannschaft und das, was sie in den letzten Spielen geleistet haben. Und dann seht ihr hier die aktuellen Punkte der Tabelle. Und dann seht ihr natürlich auch, was war in den letzten Spielen so los. Also wie viel haben die Mannschaften entsprechend immer gewonnen, unentschieden und verloren gespielt. Und hier seht ihr das Ganze nochmal auf die letzten 6 Spiele gemünzt. Ja? Hier habt ihr das sozusagen auf die letzten 4 Spiele hier oben und unten auf die letzten 6 Spiele. Aber das spielt noch keine große Rolle. Das ist nun mal so für euch zur Information. Und dann seht ihr auch, was sind die nächsten Spiele dieser Mannschaft. Und gegen wen spielen die sozusagen und auch wann, also in wie vielen Tagen. Aber auch das spielt keine große Rolle. Das Wichtigste, was ihr haben wollt, ist genau das, was jetzt kommt. Und zwar erwartete Anzahl an Toren. So, was passiert hier? Also, da könnt ihr euch optisch erstmal von den roten Feldern mit dem Auge fernhalten, weil alles, was rot ist, ist besonders unwahrscheinlich. Gelbe Farben sind... ja, geht Richtung wahrscheinlich und grün ist dann schon sehr wahrscheinlich. Also, was heißt das? Es bedeutet hier an der Stelle, dass ein Tor fällt, habt ihr eine Wahrscheinlichkeit von 20,44%. Die höchste Wahrscheinlichkeit liegt bei 2 Toren in diesem Spiel und zwar bei 25,6%. Und dann habt ihr noch eine Wahrscheinlichkeit von 3 Toren bei 21,4%. Das bedeutet, wenn ihr auf Anzahl der Tore wetten wollt, für dieses Spiel, dann ist eure beste Wahl auf jeden Fall 2 Tore und 3 Tore. So, dann könnt ihr hier unten nochmal die Über- und Untertore-Wetten setzen. Die seht ihr hier. So, und da seht ihr ebenfalls wieder Fernhalten von den roten Feldern. Hier in dem Fall so hellrot. Ja, die hier sind alle uninteressant. Besonders interessant ist die Über 1,5 Tore-Wette. Also, dass mindestens 2 Tore fallen. Und da habt ihr eine Höchstwahrscheinlichkeit von 71,4%. Und dann haben wir auch nochmal bei den Untertore-Wetten auf der rechten Seite haben wir auch nochmal 2 hohe Wahrscheinlichkeiten. Und zwar unter 3,5 Tore, also bis maximal 3 Tore, ne? Eine Wahrscheinlichkeit von fast 76%. Und unter 4,5 Tore ist damit natürlich auch noch wahrscheinlicher, auch klar.
Aber hier unten seht ihr dann nochmal die errechneten Quoten, die ihr wahrscheinlich so oder so ähnlich bei eurem Buchmacher finden werdet. Da ist das schon hier unten, hier rechts relativ gering. Etwas besser ist dann die unter 2,5 Tore Wette. Und da könnt ihr schon mit einer 1,84er Quote ein bisschen was erreichen. Das ist schon mal deutlich besser. Ist dann hier natürlich ein gelbes Feld, also schon ein bisschen riskanter. Aber immerhin kann man machen mit einem kleinen Einsatz. Warum nicht? Und dann habt ihr hier unten nochmal zwei Wettmärkte. Und zwar einmal die doppelte Chance-Wette. Und das ist sozusagen der Spielausgang. Ja? Das bedeutet, was passiert? Also entweder Mannschaft 1 gewinnt oder es gibt ein Unentschieden. Ja? Das sind die beiden Spielausgänge, auf die man wettet, wenn man doppelte Chance-Wetten nimmt. Ja? Also 1x bedeutet Mannschaft 1 gewinnt oder es gibt ein Unentschieden. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 68,5%. Hellgrün. Hellgrün deswegen, weil es ist noch wahrscheinlicher, dass Mannschaft 1 oder Mannschaft 2 gewinnt und es kein Unentschieden gibt. Und zwar mit 73,23%. Ja? Also auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man darauf wetten möchte, warum nicht. Ja? So, dann haben wir das die erste Tore-Wette. Erste Tor, wer wird das erste Tor spielen? Und da wird das ganz klar bei der Heimmannschaft sein. Das ist die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit mit 75%. Und eher weniger wahrscheinlich ist, dass die Gastmannschaft das erste Tor schießt. Da sind es 68%. Also relativ nah beieinander trotzdem, muss man sagen. Ist nicht so wahnsinnig weit auseinander, aber immerhin, das Ganze ist schon ziemlich wahrscheinlich bei der Mannschaft 1. So, und dann habt ihr hier unten nochmal die Diagramme dargestellt für all diejenigen, die es irgendwie optisch ein bisschen mehr mögen. Ja, also hier nochmal erwartete Anzahl an Toren, das Diagramm dazu, das heißt zwei Tore mit 25,6% Wahrscheinlichkeit ist am höchsten. Doppelte Chance wetten ist Mannschaft 1 oder Mannschaft 2 gewinnt am höchsten. Und die erste Tore Wette, ja, da habt ihr hier sozusagen Heimmannschaft, das ist sozusagen die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit mit 74% und hier unten habt ihr 68% bei der Gastmannschaft. Ja? Also, das sind mehrere Wetten, die errechnet worden sind. Einmal 1, erwartete Anzahl an Toren, dann Über- und Untertore-Wetten, könnt ihr mindestens 2 rausziehen, 1 und 2, das sind insgesamt 3 Wetten. Dann nochmal die doppelte Chance-Wette, ist die vierte Wette und erstes Tor sind schon mal die fünfte Wette. Auf ein einziges Spiel. Und ihr müsst nicht nur das eine einzige Spiel nehmen, sondern ihr seht, hier habt ihr noch ganz viele andere. Wir werden gleich mal das zweite nochmal ausprobieren. Man kann hier nehmen, Österreich ist das an der Stelle, Blacktown City gegen Marconi Stallions. Wenn wir hier auf Spiel analysieren klicken, dann haben wir auch hier wunderbare Statistiken. Ich kann aber gleich sagen, nicht alle Spiele lassen sich hier analysieren. Man hat manchmal auch welche dabei, da liegen nicht ausreichend Daten zugrunde. Mal gucken, was hier in der Schweiz angeboten wird. Okay, funktioniert auch wunderbar. Hier nehmen wir nochmal was Internationales. Okay, funktioniert auch wunderbar. Okay, aber manchmal ist das so, ja. Also 1 von 10 Spielen kann nicht analysiert werden, weil die Daten nicht ausreichend vorliegen. Aber dann ist das so, dann nimmt man sich einfach ein nächstes Spiel. Ja, ansonsten 9 von 10 sind hier total auswertbar. Alle, die hier drin sind. Und ihr müsst nichts weiter machen. Jedes Mal, wenn ihr in dieses Tool reingeht, dann analysiert sich diese Liste hier automatisch und ihr könnt das Ganze auch vom Smartphone aus aufrufen, das ist auch super cool und direkt nach dem Kauf bekommt ihr einen Zugang zugeschickt und dann könnt ihr das Ganze nutzen. Okay, also ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr das Tool haben wollt, wie gesagt, mit Linkklick unter diesem Video kommt ein Stück weiter und dann könnt ihr sofort loslegen. So, ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag und ein erfolgreiches Wettwochenende und vielleicht ja schon mit diesem coolen neuen Tool. Bis dahin, macht's gut, ciao!